Raketen von mir, wir wollen Raketen. Raketen sollen hier hin, wir wollen Raketen. Raketen, damit keiner uns was kann, wir wollen Raketen. Raketen, Raketen braucht das Land. Du gehst in den Supermarkt und denkst, du bist gescheit. Denn wenn du losziehst, um zu klauen, dann klaust du nur zu zweit. Der eine steht Schmiere und der andere langt zu. Falls ein Verkäufer Lunte riecht, dann lässt er euch in Ruhe. Denn zwei Leute machen Angst, ja an zwei geht man nicht ran. So fühlst du dich schon viel sicherer, klau nur mit dem zweiten Mann. Doch die Rechnung hast du vorschnell ohne Wirt und Witz gemacht. Denn insgeheim hat die Industrie ein Bündelchen vollbracht. Sie liefert an den Supermarkt, wo du bevorzugt klaust. Das Ding, das dir Spaß und Lust am Gratiskauf versaut. Und zwar kommst du an die Kasse, tust als ob du nichts hast, bist dabei aber längst vom elektronischen Auge erfasst. Das sendet den Impuls, alle Lämpchen flackern wild. Kurz hinter der Kassiererin geht's bumm, du wirst gekillt. Das Ding ist eine Rakete, die automatisch feuern tut. Der Ladenchef hat viel gezahlt und trotzdem findet es gut. Sie spart ihm Zeit und lästige Maulerei und schützt auch die Nerven von Personal und Polizei. Du klaust und denkst, die anderen verdienen ihren Stress. Nur hat das Ding dich längst erfasst und macht kurzen Prozess. Ein Bußgeld bringt ja eh nichts ein. Nur ein fertiger Klauer kann ein guter Klauer sein. Technik macht's möglich, vielleicht nicht überall. Und wenn du auch schon lachen willst, dann nicht in diesem Fall. Raketen, Raketen wollen wir, wir wollen Raketen. Raketen müssen her, wir wollen Raketen. Raketen in die Hand, denn Raketen, Raketen, Raketen braucht das Land. Im Kleinen wie im Großen hat Verteidigung viel Sinn. Wer verteidigt, schützt sein Häuschen und hat nachher den Gewinn. Denn was soll man ohne Waffe bei einem Angriff schon was tun? Mit den netten kleinen Dingern bist du gegen Attacken immun. Ein König sitzt zu Hause und hat viel zu viel Zeit. Der Nachbar hat heute Bäh gemacht, schon gab's den dicken Streit. Der König spricht zum Volk von Ehre, dass das so nicht geht. Und man solle doch bedenken, dass der Feind da drüben steht. Der Minister für Verteidigung macht General mobil. Und binnen ein paar Stunden läuft das Katz-und-Mäuschen-Spiel. Armeen prallen zusammen und die Fetzen fliegen wild. Doch für Sieg und Niederlage sind noch zu wenig gekillt. Der König aus dem Nachbarland, bevor ich das vergesse, war kurz vor diesem Zwischenfall auf einer Waffenmesse und kaufte was raffiniert auf dem Technikhöchstand war. Falls im Falle eines Falles naht, das Ding ist sonnenklar. Der alte Bock hat also, als er sah, dass keiner siegt, auf dem königlichen Steuerpult den Purpur gedrückt. Es dauerte nur 1, 2, 3, macht Pop und alles ist vorbei. Die Gegenseite Kleinlaut, jetzt ist ja in die Neuzeit versetzt. Hätten wir doch nur dieses Wunderding gehabt, hätt's viel besser mit Soldaten und Zivilistenschutz geklappt. Das soll uns eine Lehre sein, wir hören uns mal um. Und bald macht es bei denen da drüben kräftig bumm. Hier ist jetzt zwar eine Menge an Materialien zwei, doch für die neue Ansicht kämpft schon die Pro-Rocket-Partei. Raketen, Raketen wollen wir wollen Raketen. Raketen sollen hierher, Raketen, ein Hoch auf den, der sie erfand. Raketen, Raketen, Raketen braucht das Land. Auf einmal kommt dir zu Bewusstsein, dass auch du die Dinger brauchst, weil du dich ohne ihre Durchschlagskraft zu klein und mittig glaubst. Lass dir gesagt sein, darauf kommt es gar nicht an. Wir brauchen weder hier noch dort den sogenannten starken Mann. Wir hören besser weniger Radio, sehen weniger TV, wählen demnächst bloß nicht mehr rechts, so sind wir heller als sie es
es ist klar, dass jeder lebt und macht und tut, wie es will. Wer sich nicht reinmaulen lässt, vertraut auf sein Gefühl. Und jede Menge, gerade davon, wird für unser Wohl gebraucht. Ihr die Stinks mit der Düse kommt und uns die Bude verraucht. Wir wollen Planeten, Planeten mit Sonne, Meer und Strand. Wir wollen Planeten, Planeten für Gefühl und für Verstand. Und die Raketen, Raketen, die der Mensch bisher erfand, legen wir Stück für Stück rückwärts zurück aufs Förderband. Raketen.